Ja, meine lieben Freunde, das ist The Forest, ich bin die Axt im Walde. Und ihr guckt, was ist neu in The Forest mit der Axt im Walde in der Version 0.29. Um es ganz genau zu nehmen, ist das eigentlich die Version 0.29c. Wir hatten ja schon wieder einen Hotfix für 0.29b und eben einen Hotfix für 0.29c. Ja. Bisschen Probleme mit alten Speicherständen hat es hier wohl gegeben und auch irgendwas mit Gamepads. Ne? Und vorweg, ich stehe hier nicht umsonst. Ja, ein bisschen abseits hier vom ganzen Gedöns. Da komme ich auch nachher noch drauf zu sprechen. Vorher natürlich ein bisschen Theorie. Es gab hier neue Texturen für die Wasserschildkröte und für die Container und auch für die Vögel. Vögel habe ich mir bisher noch nicht so genau angeguckt. Die sind ja immer hortig unterwegs, die kleinen Viecher, ne? Bei den Wasserschildkröten ist mir soweit nichts aufgefallen. Und ich sag mal, bei den Containern, ja, sieht ganz schick aus, ne? Viel Änderung ist hier nicht, aber immerhin. Für den Molotow Stolperdraht Falle. Für die Molotow-Stolperdrahtfalle. Es ist jetzt nicht mehr erforderlich, dass ich hier einen Molotow-Cocktail auch zum Bauen verwende. Da ist jetzt absolut ausreichend ein Stück Stoff, ne? Und eine Alkoholflasche. Ja, kein Molotow-Cocktail, einfach nur ein Stück Stoff und eine Alkoholflasche, dann ist gut. Wozu ich bisher in den Tests nicht gekommen bin, ist zu testen, wie das mit den Feuerstellen ist. Die Entwickler meinen ja bei den Feuerstellen, die können zweimal, wenn die ausgehen, zweimal ausgehen, zerstören die sich. Das heißt, die sind nicht mehr zu benutzen. Ne? Man kennt das ja, Feuerstelle hier ordentlich Feuer ranheizen, ne? Dann brennt das hier eine Zeit lang, dann geht das aus, muss man hier neu anzünden und dann geht das wieder aus. Und jetzt nach dem zweiten Mal sagen die Entwickler Schloss aus, ja, muss dann neu gebaut werden. Habe ich noch nicht probiert, ja. Ist ein bisschen Zeit vergangen, ja, seit hier die Updates rausgekommen sind und um ehrlich zu sein, ich bin auch ein klein wenig sauer, denn eigentlich wäre das Ganze seit gestern Abend hier schon im Kasten, wäre hier mein Mikrofon vom Headset nicht eingegangen. Ja. Das hatte zur Folge, dass ich heute am Samstag morgen direkt hier beim Laden stand und mir ein 10 € Headset geholt habe, damit wenigstens ein Mikrofon wieder hier ist. Sonst ist ja gar nichts mehr am Laufen. Aber gut, wir kommen zur weiteren Theoriestunde und hoffen, dass uns bis zum Ende der Theoriestunde die Gegner noch nicht über den Weg laufen. Ja, das soll ja alles, das ist ja. Gibt ja ein paar Neuerungen. Gute. Nicht viele, aber gute. Interessante vor allem. Die Entwickler sagen auch, Gegner werden jetzt angezogen. Von Feuerstellen, die sie erspähen. Und von den Tönen beim Holzhacken. Die kommen dann, werden auch ganz neugierig. Ja, die sagen so, auch mal gucken, was hier so für ein Festchen abgeht. Ich meine, das war bisher auch so. Die Entwickler meinen, das ist erst ab jetzt so. No. Mal gucken. Mal gucken, was sich hier verändert hat. Über die Zeit werden wir das auf jeden Fall rausfinden. In den Patch Notes werden auch Krähen erwähnt, die im Spiel eingebaut sind. Mit dem vermerkt hinzu Platzhalter. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt Krähen gibt oder ob es jetzt keine Krähen gibt. Ein paar Zeilen drunter in den Patch Notes findet sich dann der Eintrag Krähen Sounds hinzugefügt. Ja, also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Eine Änderung, die sich hier auf das Gameplay auch bezieht, ist, dass es jetzt Vergiftung durch Nahrung und Vergiftung durch Blut gibt. Also Blutvergiftung, Nahrungsvergiftung. Das heißt, werde hier in dem Combat ja so richtig harten Kampf hier mit Blut bespritzt, kann das wohl vorkommen und die Chance ist auch relativ hoch, dass hier eine Blutvergiftung stattfindet. Das kann hier durch allerhand verschiedenster Dinge geheilt werden. Selbiges betrifft auch die Nahrungsvergiftung. Ich sag mal, zu weiteren Details schlagt auch bitte nach im Forum bei uns. Forum.survivetheforest.net, da ist das ein bisschen ausgeführter vorhanden, wie das Ganze funktioniert und abläuft. Ja,
Genau, und wir kommen auch ein bisschen hinzu. Wir beginnen mit einer Kleinigkeit. Mir persönlich gefällt das ja ganz gut. Dazu öffne ich das Inventar. Ja, ihr werdet das erkennen, wir haben hier eine neue Plantextur. Ja, das Inventar hat hier immer so eine blaue Plane. Das ist eine neue Textur. Nichts Großartiges. Ja, das ist jetzt wirklich nichts Aufregendes, aber mir gefällt das gut. Das sieht schick aus. Das sieht auch ein bisschen mehr wie eine Plane aus. Ja, ich vermag fast zu meinen, die Entwickler haben sich da ein bisschen was abgeguckt bei den Jungs von Stranded Deep. Die haben ja, sag ich mal, seit neuestem auch so Plan drin, ja. Und die sehen auch ganz gut aus. So wie das Zeug hier, ja. Was sich hier in der Version 0.29 so richtig verändert hat, sind hier verschiedene Werte, die sich auch auf die Spielfigur übertragen. Ja, das heißt, das wirkt hier mit dem Gameplay. Wir haben hier die Zurechnungsfähigkeit, mentale Stabilität, geistige Stabilität, wie auch immer. Und das Ganze lässt sich hier aufrufen über das Überlebensbuch. Ja, dazu öffne ich das Überlebensbuch. Und ihr seht das vielleicht, wir starten hier nicht mehr auf der Hauptseite, von wegen, ach ja, nee, musst du hier und da und wo auch immer hinklicken, sondern direkt auf einer Übersichtsseite, wo auch sofort auffällt, hier gibt es unten zwei neue Punkte, die sich auch da oben drin finden. Ja, als allererstes gibt es hier eine To-Do-Liste. Was ist zu tun? Was ist im Spiel das Ziel? Find Timmy, das ist ganz klar, das ist unser Nummer 1 Ziel. Den kleinen Jungen wollen wir ja wieder haben. Und bau erstmal eine Basis. Ich weiß nicht, woraus die einzelnen Punkte dann eigentlich bestehen. Ja, was diese Punkte wirklich ausmacht. Set up a camp, baue eine Basis, bedeutet das bisschen Zaun und ein Feuerchen rein und gut ist, oder bedeutet das auch, ich muss doch ein bisschen mehr bauen? Das weiß ich noch nicht, ja. Aber zur To-Do-Liste kommen wir hoffentlich in Kürze. Das zweite, was es hier neu gibt, ist auch die Statistik über den Körper. Wir haben hier auf der linken Seite, wie viele Tage habe ich überlebt, ja, und wie geht es mir im Gesamten? Ja, currently feeling good, das heißt, mir geht's eigentlich aktuell ganz gut. Ja, ich sehe auch auf der linken Seite, ich habe 200% Rüstung und keinen Kälteschutz. Auf der rechten Seite sind dann die Werte, die Statistikwerte für alles, was mich eigentlich im Detail dann weiterhin interessieren sollte. Wie geht es mir vom geistigen Zustand? Bin ich noch zurechnungsfähig? Das ist genau das, was ich vorhin auch angesprochen habe, die Zurechnungsfähigkeit. Die nimmt ab, wenn man hier zum Beispiel sich in Höhlen befindet, und sie nimmt sehr stark ab, wenn man hier von toten Leuten auf dem Boden Arme und Beine und Köpfe abhackt, ja, das ist ja auch ein mitreißendes Erlebnis, ja. Und da versuchen die Entwickler jetzt, das ein bisschen besser im Spiel oder überhaupt im Spiel zu integrieren. Wir haben zusätzlich auch die Stärke, wie müde bin ich, den Durst, den Hunger und die athletischen Fähigkeiten. Athletische Fähigkeiten, ne? Ihr kennt das, das hatten wir in ein paar Versionen davor. Mehr laufen heißt dann, ich lerne die Ausdauer ein bisschen beizubehalten. Und viel Tauchen unter Wasser beschert mir auch ja, mehr Möglichkeit, größere Lungenkapazität, mehr Möglichkeit, hier länger zu tauchen, ohne dass ich gleich das Tauchgerät dranpappen muss. Aktuell haben wir ein Gewicht von 205 Pfund, ja, und ein halbes Pfund ist ja auch 1 Kilogramm. Das heißt, unser guter Mann im Spiel wiegt jetzt einfach mal 100 Kilogramm geradeaus grob. Ne? Also mal gute Übersichtsseite, das gefällt mir gut. Schließ auch mal das Überlebensbuch und wir laufen ein bisschen lang. Ich bin gespannt, ob hier irgendwo Gegner in der Nähe auftauchen. Die sollten ja an für sich irgendwo auftauchen. Ja. Ich gehe mal auf die Suche. Ich denke mal, wir sehen uns in Kürze wieder, ne? Wenn wir hier einen Gegner gefunden haben.
So, hier unten haben wir auch schon die ersten Gegner, die hier lang kommen. Ja, und ich werde euch jetzt erstmal was zeigen, beziehungsweise das Spiel zeigt euch was. Ihr seht das richtig. Ja, wir haben hier links unten Zusatznotiz, New Item Added to To-Do-List. Zu Deutsch, neuer Eintrag in der To-Do-Liste. Ja. Und die wissen auch nicht so recht, was sie da eigentlich mit mir anfangen sollen. Ja. Ja, kreisch mal ordentlich ab und lach dir, ich weiß nicht, den Tod aus dem Leib und einmal hier hochklettern. Ich habe auch im Zuge dessen, des Wartens und des Suchens, ja, entdeckt, dass, die Krähen-Sounds, die sind vorhanden. Die Krähen-Sounds, aber ich habe noch keine Krähen entdeckt. Ich sag mal, gerade hier speziell an dieser Stelle, ja. Jo, angriffslustige Kollegen, ja. Aber ich sag mal, das ist nicht Bestandteil der Neuerung in dieser Version. Deswegen erstmal hier Leine ziehen. Uah. Ich bin hier runtergeflogen. Ja. Es soll mir eigentlich soweit recht sein, da können wir in Ruhe ein bisschen gucken. Was ist jetzt neu? Es gibt nämlich zwei Dinge, die ich euch noch zeigen möchte. Das ist hier zum einen Teil eben der neue Eintrag in der To-Do-Liste. Und das andere ist, jeder neue Eintrag ist hier hervorgehoben im Karteireiter, in dem Tab, wie auch immer man das nennen möchte, und beginnt zu schimmern. Das bezieht sich aber nicht nur auf die To-Do-Liste. Ja, das bezieht sich auch auf jede andere Neuerung in jedem anderen Reiter hier im Überlebensbuch. Ich klicke drauf. Oh, Pardauz wie dies. Ja, wir haben jetzt hier Setup Defenses als neuen Eintrag drin. Ob das jetzt hier Fallen sind, die ich als Abwehr zur Verfügung stellen muss, oder aber einfach nur zum Beispiel eine Stachelabwehrwand, man weiß es noch nicht. Ja. Das, meine Lieben vom Walde und meine lieben Waldbewohner, ja, Eichhörnchen, Hasen und wie auch immer ihr alle heißen und was auch immer ihr alle sein möchtet, das ist neu in der Version 0.29, 0.29b, 0.29c in the Forest. Und ich sag mal, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Das war die Axt im Walde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.